Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener Einführung, Neuerungen und Praxisbeispiele vom Online Screener. Es ist schon wieder ein Monat vorbei, so schnell geht das. Umso mehr freue ich mich heute auf den Inhalt und was uns der Referent Manuel Lücke mitgebracht hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wie Sie es vielleicht schon kennen oder vielleicht auch nicht, ist aber trotzdem ein sehr wichtiger Punkt, nämlich der Risikohinweis, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was uns Manuel heute zeigt. Und dieses Event bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, sehr wichtig. Gut. Dann, lieber Manuel, offiziell nochmal einen schönen guten Abend und ich freue mich auf das Webinar heute mit dir. Deswegen übertrage ich auch direkt mal den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich habe jetzt mal meinen Bildschirm freigeschaltet. Ich denke, man sollte ihn jetzt sehen. Vielleicht kann man mir noch mal ein kurzes Feedback geben. Ja, alles gut. Super, perfekt. Ja, und dann heiße ich Sie alle zusammen heute auch noch mal recht herzlich willkommen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich hoffe, Sie sind gesund. Und ja, ich freue mich schon darauf, Ihnen Neuerungen zu zeigen, generell den Forex-Screener vorzustellen. Erstmal vorab, mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin der Gründer und Entwickler vom Forex-Screener. Und die Agenda für heute wird sein, dass ich eine Einführung mache für die Leute, die noch neu an Bord sind. Dann geht es so ein bisschen in die Details. Ich werde ein paar Filter vorstellen. Ich werde Ihnen ein paar komplexere Filterkombinationen vorstellen. Und im Anschluss stelle ich Ihnen das neueste Feature vor. Es ist heute released worden, wurde sich von der Community so gewünscht, wurde von uns so umgesetzt. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit über haben, dann werde ich natürlich gerne noch Fragen beantworten und auch ja, eventuell nochmal auf das Add-on eingehen oder je nachdem, was eben an Fragen noch offen ist. Genau. Ich habe hier in meinem Chrome-Browser auch nochmal unsere Website aufgemacht, www.forex-screener.de. Für alle, die Kunde bei FXFlat sind, die können hier auf Zugang erstellen klicken und bekommen einen kostenlosen Zugang zum Forex-Screener. Es gibt keinerlei versteckte Kosten. Sie erhalten einen komplett gratis Zugang. Sie müssen einfach nur Ihre Formulardaten ausfüllen, damit FXFlat weiß, dass Sie Kunde sind und dann erhalten Sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Genau. Und ja, dann würde ich mal direkt anfangen mit einer kleinen Einführung zum Thema Marktscreening. Und mich würde an dieser Stelle auch mal interessieren, wie viele Leute denn neu in dem Thema sind. Also vielleicht können alle Leute, die gerade zuhören und die mit dem Forex-Screener oder generell, ja, sagen wir mal, mit dem Forex-Screener noch nichts zu tun haben, können einfach mal eine 1 in den Chat reinschreiben. Und alle Leute, die den Forex-Screener schon mal genutzt haben, die können mal eine 2 reinschreiben. Das hilft mir einfach dazu, dass ich ja, den Inhalt besser steuern kann und weiß, ob ich jetzt die Einführung eben ein bisschen länger durchziehen soll oder ob ich das Ganze ein bisschen kürzer halten soll. Und ja, das Thema Marktscreening wird immer relevanter. Ich sehe es ja an den Zahlen an unserer Community. Die Teilnehmer steigen. Wir erhalten sehr gutes Feedback. Und darunter gibt es dann aber eben auch Leute, die neu in das Thema einsteigen und sich fragen, wozu brauche ich dann eigentlich Marktscreening? Also was hat es damit auf sich? Und auf die Frage würde ich gerne erstmal eingehen. Und ja, beim Marktscreening müssen Sie sich so vorstellen, normalerweise sitzt man ja als Trader eben vor mehreren Charts offen, versucht eben überall den Überblick zu behalten und wartet darauf, dass eben ein Ereignis passiert, das ja in meine Strategie passt oder ein Ereignis passiert, wo ich sage, Mensch, jetzt kann ich einen Einstieg machen in den Markt. Und da hat ja jeder so seine eigene Strategie und ich kann Ihnen auch mal so ein paar Sachen zeigen anhand des Charts, den ich jetzt geöffnet habe. Und zwar sieht man ja zum Beispiel hier, man hat beispielsweise einen sehr impulsiven Abfall und daraufhin hat man dann eben wieder
einen Anstieg, so dass man dann vielleicht sagen könnte, man ist eben genau auf der Suche nach Märkten, die solch große Kerzen haben, damit man dann in die entgegengesetzte Richtung einsteigen kann. Oder man ist auf der Suche nach Märkten, die eine Candle haben, die komplett außerhalb des Bollinger-Bandes liegt. Wenn man danach sucht, dann wird man sehr lange suchen, weil das eben ein Ereignis ist, das tritt sehr selten auf. Oder was man eben doch sehen kann, es gibt auch immer so Widerstände, ja, wo der Markt gegen stößt und dann in dem Falle hier sogar auch abprallen tut. In dem Falle ist es eine runde Marke im Euro-US-Dollar bei 1,20. Und das sind so die Ereignisse, wo man sagt, wenn das eintritt, dann möchte ich gerne einen Trade-Einstieg machen. Und der große Vorteil mit dem Screener ist, man muss jetzt nicht mehr darauf warten, dass man so ein Ereignis am Markt sieht, sondern man geht in den Screener rein und sagt, such mir mal durch alle Märkte, such mir mal alle Assets heraus, bei denen genau solch ein Ereignis eintritt. Und dabei können Sie eben selber definieren, wie das Ereignis aussehen soll. Und je nachdem können Sie dann Ihre Handelsstrategie eben einfach anwenden, indem Sie sich das Asset aus dem Markt ziehen, welches genau diesen Zustand gerade erreicht. Und ich kann Ihnen auch mal ein simples Beispiel dazu geben. Und zwar eine sehr bekannte Strategie ist ja zum Beispiel, Moment, eine sehr bekannte Strategie ist zum Beispiel das Gap Trading. Jetzt mal kurz die Seite neu laden. Das Gap Trading kennen Sie vielleicht. Der Markt ist geschlossen und am Freitag und öffnet dann am Montag wieder. Und dann entstehen meistens solche Kurslücken. Sie mal kurz die Seite nochmal neu laden. Ganz kleinen Augenblick. Genau, jetzt haben wir hier einen guten Zustand. Und genau, ich habe jetzt hier so einen Filter, mit dem wir eben genau solche Gaps suchen können. Und ich kann Ihnen gleich auch nochmal im Chart zeigen, was ich damit genau meine. Ich wähle mal hier noch ein Zeitintervall zusätzlich aus und ich sage jetzt, lieber Screener, zeig mir mal alle Assets an, die auf dem Zeitintervall M5 sind und die eine Gap über das Wochenende gemacht haben, die mindestens 0,001% groß ist vom aktuellen Kurs gesehen. Und dann sieht man hier eben die verschiedenen Assets. Man sieht im Screener auch, dass wir nicht nur Forex haben, wie der Name vielleicht schließen lassen würde, sondern wir haben ja auch Cryptocurrencies, wir haben deutsche Aktien, wir haben alles, also alles, was der MetaTrader von FX4 zu bieten hat. Und wenn wir das noch weiter einschränken wollen, dann können wir oben in der Asset-Kategorie auch unsere Kategorie aussuchen, in der wir am liebsten unterwegs sind. Oder ja, wenn wir eben für alles offen sind, dann müssen wir da auch gar nichts auswählen. Und dann kann man hier auch sehen, dass wir dann teilweise auch einfach sehr exotischere Währungspaare haben, bis hin zu, ja, Majors und so weiter. Und man kann das Ganze dann, wenn man sich das einfach mal anschaut, kann man in dem Chart erkennen, dass wir jetzt hier den British Pfund, kanadischen Dollar ausgewählt haben. Und wir sehen anhand der gestrichelten Linie, ich zoome mal noch ein Stückchen rein, sehen wir einfach mal, wo der Markt zugemacht hat, ja, an dieser Stelle am Freitag und wo der Markt eröffnet hat heute beziehungsweise Sonntagnacht, also in der Nacht zu Montag. Und es gibt eben diese eine bekannte Strategie, wo man diese Gaps handelt und zwar in Richtung des Schlusskurses des Vortages. Und in diesem Falle wäre das jetzt natürlich auch einfach mal aufgegangen. Also das lässt sich jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher darstellen, als es denn in der Regel ist. Aber man hat eben bei dieser Strategie die Schwierigkeit, dass man ja, wenn man diese handeln möchte, müsste man ja so hervorgehen und sagen, am Montag beziehungsweise zur Eröffnung der Börse müsste ich mir jetzt alle Assets durchgucken, mühsam, und suchen, wo gibt es denn jetzt eine große Lücke, die auch groß genug ist, dass meine Strategie greift sozusagen. Und
Mit so einem Screener haben Sie eben den großen Vorteil, Sie machen eben ein, zwei Klicks, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, und dann zeigt er Ihnen schon die Assets an, die jetzt die größte Lücke hat. Und wenn Sie das jetzt hier in dem Beispiel auch noch geschortet hätten, dann hätten Sie eben gesehen, zum Einstieg hätte er jetzt die Lücke auch komplett geschlossen. Da wären Sie mit einem Short Trade auf jeden Fall mit Profit auch rausgegangen. In dem Beispiel hätte das geklappt. Und das kann man eben, ja, jedes Mal, wenn die Börse eröffnet, am Montag, können Sie diese Strategie durchführen, beziehungsweise auch mal testen, ob das für Sie so funktioniert natürlich, ne? Und Sie sollten auch darauf achten, dass die Großwetterlage eben in die Richtung zeigt, in der Sie Ihr Trade eben dann auch platzieren. Genau. Dann zeige ich Ihnen mal noch ein weiteres Beispiel. Und ich möchte Ihnen einfach mal so das Gefühl vermitteln, dass es nicht auf gewisse Strategien begrenzt ist, die Sie hier handeln können, sondern Sie können hier mit dem Forex-Screener jegliche Arten von Strategien handeln. Ja? Und da zeige ich Ihnen einfach mal, oben haben Sie hier eine Suche, da können Sie Stichwörter eingeben und in dem Falle den SMA, da können Sie auch andere Indikatoren oder sowas wie Preismarke eingeben, dann finden Sie eben alle Filter oder alle Gruppen mit Filtern, die darauf zutreffen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal ein SMA-Cross-Filter, der sucht dann eben nach allen Assets, die ja zwischen den 20er SMA und dem 50er, das kann man jetzt gerade nicht sehen, aber hier steht SMA von 50, wo es dort eben einen Cross gab. Dann lassen Sie sich das anzeigen, dann können Sie einfach sich das im Chart öffnen lassen und dann sehen Sie hier im Hintergrund, dass vor einer Kerze, ja, also zu der letzten abgeschlossenen Kerze, gab es hier eben genau so ein Cross. Und wenn Sie jetzt ein SMA-Cross-Händler sind, dann müssen Sie eben, wie gesagt, nicht mehr darauf warten, dass das in einer von Ihren geöffneten Charts passiert, sondern Sie suchen sich heraus die Assets, wo das eben ist, damit Sie dann einsteigen können. Und als letztes Beispiel würde ich Ihnen mal noch was zeigen, was sich von den beiden gezeigten auch noch mal unterscheidet. Und zwar zeige ich Ihnen, wir haben hier auch einen Filter mit Langzeithoch oder Tiefbruch. Die sind auch sehr interessant. Da haben wir zum Beispiel den Jahreshoch oder den Jahrestiefbruch. Wählen Sie sich das Ganze entsprechend aus. Und dann können Sie sehen, dass Ihnen eben alle Assets angezeigt werden, die in dieser Woche ein neues Jahreshoch erreicht haben. Da sehen Sie auch die orangene Linie sozusagen. Ne? Da sehen Sie auch, dass hier, wo ich jetzt mit der Maus gerade bin, hier geht ja das Jahr los bei der gestrichelten Linie. Und hier haben Sie in diesem Jahr das Hoch, das wurde in der Vorwoche quasi gemacht. Und jetzt in der aktuellen Woche der Kerze wurde das Ganze gebrochen. Und da können Sie dann eben auch, wenn das Ihr Trading-Stil ist, dass Sie sich Assets gerne raussuchen, die ein neues Hoch erreicht haben in diesem Jahr oder vielleicht auch in einem 52-Wochen-Hoch, dann ist das natürlich auch genau Ihr Filter, dass Sie dann Assets dementsprechend finden. So. Und ja, das sind jetzt gerade noch so einfache Beispiele. Also ich könnte Ihnen jetzt die ganzen Filter vorstellen. Wir haben jetzt hier aber auch schon angefangen, dass wir, hier sehen Sie eben so einen Button an den Filter dran, da können Sie mal raufklicken und dann öffnet sich auch ein Video, in dem zu jedem Filter noch eine Erklärung da ist. Es wurde hier noch kein Video zu allen Filtern hochgeladen. Da müssen Sie mal schauen, ob der Button so aufleuchtet, wenn Sie mit der Maus drüber halten oder ob der eben noch so ausgegraut sind. Aber da kann ich Ihnen versprechen, dass in den nächsten Tagen und Wochen wir eben die restlichen Videos auch noch aufnehmen, sodass Sie für jeden Filter eine Erklärung haben und dementsprechend vielleicht, bei manchen haben wir auch einen kleinen Handelsansatz mit dazu gepackt, dass Sie dann ja, ein bisschen Inspiration auch mit haben oder sogar eine ganze Strategie für sich haben. Und jeder Trader hat ja jetzt seine eigenen Strategien und
Da gibt es jetzt wahrscheinlich auch gar kein richtig oder falsch, sondern für jeden funktioniert auch ein bisschen was anderes. Jeder hat so ein bisschen anderes Gefühl auch für den Markt. Und ich kann Ihnen hier gerne mal einen Ansatz vorstellen, wie den mehrere Trader auch erfolgreich handeln. Und der Ansatz, der funktioniert eben so, dass Sie mit dem Screener auf der Suche danach sind, dass Sie erstmal ein Asset finden, welches gerade sich an einem Widerstand befindet. Und um ein Asset zu finden, welches gerade in der Nähe von einem Widerstand ist, gibt es hier auch verschiedene Filter. Mein Lieblingsfilter zum Beispiel ist der Preismarkenfilter, beziehungsweise Distanz zur nächsten Preismarke. Wenn Sie diesen Filter auswählen, dann können Sie gerne das Zeitintervall auch nochmal einschränken auf M5, weil jedes Zeitintervall so gesehen an einer Preis, also der Filter ist quasi auf jedes Zeitintervall wird er angewandt. Und dann sehen Sie hier schon in den Karten, sehen Sie hier schon, dass der Kurs jetzt beispielsweise von dem British Pfund, Neuseeland-Dollar, der ist hier eben sehr dicht dran an der 1,90. Ja, und wenn Sie das dann im Hintergrund mal öffnen, dann wird Ihnen diese dunkelblaue Marke auch mal eingezeichnet. Und das sind dann eben diese Preismarken. Diese dunkelblauen Marken, die werden von dem Forex-Screener Add-on eingezeichnet. Das kann ich Ihnen später dann auch noch erklären. Vielleicht haben Sie da auch noch Fragen. Aber an diesen runden Preismarken sieht man oft auch ein gewisses Verhalten von dem Markt. Zwar kann man das vielleicht mal hier sehen, dass dort eben sich die Kerzen so ein bisschen angestaut haben und das Ganze so als Widerstand reagiert hat. Hier können Sie das nochmal sehen, hier können Sie das sehen und das Ganze können Sie in sehr, sehr vielen Beispielen sehen. Also das ist eben so ein klassischer Widerstand, den Sie dann so finden können. Ich kann Ihnen ja auch nochmal einen anderen Widerstand zeigen. Das ist jetzt quasi von dieser Strategie her der erste Schritt. Wir suchen uns jetzt erstmal was aus, was einen Widerstand hat. Und danach, im zweiten Schritt, suchen wir uns eben noch was Zusätzliches aus, wo es um Momentum geht. Aber jetzt zeige ich Ihnen das erstmal. Und zwar suchen wir nach einem weiteren Widerstandsfilter. Und dort nehme ich jetzt einfach mal, suchen wir nach hoch. Und zwar nehmen wir mal die Distanz zum Vortagshoch. Schauen wir mal, ob wir da was Gutes finden. Zusätzlich würde ich mir jetzt auch nochmal Forex auswählen. Das ist so wie immer mein Favorit, sage ich mal, ne? So. Und nehmen wir vielleicht mal was direkt aus der ersten Reihe. Euro-Singapur-Dollar. Gehen wir zur aktuellen Stelle. Genau. Und dann sehen wir hier, dass eben diese orangene Linie, die jetzt eingezeichnet ist, die ist von gestern schon das Hoch gewesen. Ich zoome mal hier aus dem Chart etwas raus. Und dann sehen Sie hier, die orangene Linie, sehen Sie, dass sie gestern eben nicht überquert wurde. Und heute sehen Sie eben, der Markt startet auch so ja, direkt an dem Hoch, so über dem Hoch. Ne? Er geht runter und korrigiert erstmal direkt auf das Hoch. Tingelt sich an dem Hoch heran und das Ganze gilt eben wieder so als Widerstand. Jetzt bricht der Markt hier aus. Ich könnte wetten, dass wenn der Markt runtergeht, dass er an diesem Hoch eben genau wieder abprallen wird. Das ist eben so ein typischer Widerstand. Hier unten haben Sie, beziehungsweise wenn Sie mal zurück im Markt schauen, haben Sie hier auch nochmal so eine Stelle, die an dem gleichen Hoch als Widerstand reagiert. Und das ist eben einfach, ja, das ist dann auch kein Zufall mehr, wenn das so öfter im Chart passiert. Also da können Sie dann auch mal zurück scrollen und da sind Sie hier auch wieder direkt in der Nähe, jetzt nicht on point, aber schon in der Nähe. Und das kann man eben sehr oft sehen. Also das können Sie sich einfach mal selber von überzeugen, dass solche Widerstände, dass da einfach Reaktionsgebiete sind und sie sich dort dementsprechend platzieren können, wenn sie natürlich das möchten, ne? Wenn das ihre Strategie ist. Und als, ich denke mal, das ist genug als Widerstandsfilter. Sie haben ja aber noch andere
Filter, die Sie auch als Widerstand auswählen können. Hier gibt es zum Beispiel Distanz zu Fibonacci. Da haben Sie dann eben sowas wie das 23er oder 38er Level, welches Sie auswählen können. Es gibt hier auch Pivot-Filter, wo Sie dann eben danach schauen können, dass Sie dicht an dem Punkt S2 oder S3 dran sind oder sogar an dem Pivotpunkt P, ne? Und es gibt noch weitere Widerstandsfilter. Das müssen Sie einfach mal schauen, welches da Ihr Favorit ist. Ich würde jetzt einmal zum zweiten Step kommen der Strategie. Und zwar geht es eben darum, dass Sie jetzt ein Momentum suchen. Also die Idee ist eben einfach, dass wir einen Widerstand jetzt haben. Das werden wir gleich noch kombinieren. Und jetzt suchen wir nach einem Asset, welches nicht nur einen Widerstand hat, also sich an einem Widerstand befindet, sondern welches auch ein hohes Momentum hat. Dieses Asset jetzt habe ich ohne hohes Momentum gefunden, sieht mir aber schon danach aus, als hätte es hier einen sehr hohen RSI-Wert beispielsweise. Und wir wollen das Ganze jetzt aber mal mit dem Screener auch regeln. Und dementsprechend würde ich jetzt mal schauen, dass ich Distanz zum Vortagshoch nochmal aktiviere. Und dann würde ich zusätzlich nochmal, ja, nehmen wir einfach mal den RSI aktivieren. Dann nehmen wir einfach mal einen RSI-Wert von kleiner gleich 30. Und unsere Abfrage sagt jetzt eben, Forex-Screener, zeig mir mal bitte alle Assets an, die ein Forex, also zur Kategorie Forex gehört, auf M5 ist, ein RSI-Wert von kleiner 30 oder gleich 30 hat und dementsprechend dicht an dem Vortagshoch dran ist. Wir könnten jetzt hier auch nochmal den M5 rausnehmen, weil vielleicht finden wir auf einem anderen Zeitintervall auch noch was Schönes. Und dann gucken wir einfach mal rein in den Ergebnissen und sehen jetzt, hier wurde auf M1 was gefunden, kanadischer Dollar, Yen. Scrollen wir mal zur aktuellen Linie. Ja, und jetzt sehen wir hier, sind wir eben dicht an dem Vortagshoch dran. Haben jetzt hier schon so eine kleine Bodenbildung, die jetzt ja vielleicht, also manchmal ist eben dieses Vortagshoch dann auch nicht genau der Punkt des Widerstandes, sondern der kann dann auch in der Nähe sein, beziehungsweise kann es auch einfach eine Range sein. Und dann haben wir jetzt hier einen relativ kleinen RSI-Wert. Das wäre jetzt so ein typischer Fall, das würde ich mir mal auf höheren Zeitintervallen anschauen. Und das sieht eigentlich ziemlich gut aus, weil wir jetzt hier schon so eine Aufwärtsbewegung haben, ne? Also das letzte Swing High wurde gebrochen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir einfach hier an dem Hoch, das wurde heute schon einmal getestet, das gestrige Hoch, das wurde vor ein paar Tagen schon mal getestet und dass wir das jetzt einfach als Korrektur aus der aktuellen Bewegung anlaufen. Und ich mich jetzt hier entsprechend vielleicht mit einer Limit-Buy-Order platzieren würde in Richtung Long. Das wäre jetzt ein gutes Setup. Der Stop würde dann dementsprechend ja, unter dem Hoch liegen, ein bisschen Spielraum lassen. Vielleicht kann man sich auch den ADX-Wert hinzunehmen, um ja, einfach mal auszumessen, was so die durchschnittliche Laufweite ist des Kurses und dann hätte man jetzt hier schon ein sehr schönes Setup gefunden. Ne? Das wäre jetzt die Strategie, sage ich mal, also wie man sie fahren könnte. Man kann, wenn man sieht ja jetzt, es wurde jetzt hier nicht viel gefunden. Ne? Wir haben jetzt hier gerade mal zwei Treffer gehabt, immerhin. Man könnte eben diesen Momentumsfilter auch noch austauschen, dass wir den RSI-Filter wieder löschen. Und wir suchen uns dafür jetzt etwas aus, was, ja, nehmen wir mal zum Beispiel Bollinger Band. Wir suchen jetzt anstatt dem RSI-Filter, suchen wir nach allen Assets, die Forex sind, dicht am Hoch sind und über dem Bollinger Band liegen, also die letzte Kerze geschlossen ist. Und dann schauen wir mal, was wir hier so finden können. Und ich nehme jetzt hier die erste Reihe nicht, weil das so, ja, so ein bisschen wie Exoten sind. Man sieht hier auch in dem Chart, dass das so ein bisschen ja, nicht so schön aussieht, sag ich mal. Ne? So gekrisselt, so ein bisschen unberechenbar. Die Assets handle ich dann eher nicht so. Ich handle dann immer lieber
die Sachen, die ein bisschen ja, mehr Volumen haben und ein bisschen stabiler auch unterwegs sind. Und wir nehmen jetzt einfach mal den US-Dollar-Yen. Und schauen wir mal, was wir hier so gefunden haben. Genau. Ja, und hier könnte es jetzt sein, wenn man sich das mal so anschaut, man hat das Hoch von gestern. Das wurde jetzt zwar überschritten, aber der Bollinger-Band, das ist eben ausgebrochen. Also ich würde sagen, das ist jetzt gerade überhaupt keine eindeutige Sache. Das ist ein Chart, den würde ich jetzt nicht handeln. Den kann man sich eben so mal angucken. Sollte man noch auf höheren Zeitintervallen tun, da sind wir auf einem Short unterwegs. Das würde dafür sprechen, dass wir ja natürlich Short einsteigen. Allerdings wissen wir halt nicht, wo ist denn da die nächste Marke, wo sich der Short-Einstieg anbietet. Also das wäre ein Chart. Da würde ich mir lieber mal was anderes anschauen. Dann können wir gerne trotzdem mal gucken, ob wir noch was finden mit dem Setup. Das sieht auch nicht eindeutig aus. Wobei es geht eigentlich schon. Also hier kann man eben ganz klar wieder sehen, ne, das gestrige Hoch. Ich bin ja jetzt auf Tageszeiten dabei unterwegs. Das gestrige Hoch ist hier auch eine gute Widerstandslinie, die hier schon öfter mal angelaufen wurde. Und wenn wir jetzt so eben noch zusätzlich das Bollinger Band als Indikator haben, dass wir gerade drüber sind und dementsprechend so ein bisschen überkauften Markt haben, dann könnte sich das gut anbieten als ja, Short Entry dementsprechend, dass wir uns dann shortmäßig platzieren. Und in diesem speziellen Fall würde ich aber sagen, man sollte hier dann eher so ein bisschen auf die Price Action warten. Also, dass hier nochmal eine bestätigte ja, eine Candle noch dazu kommt. Und das kann ich Ihnen auch mal zeigen. Und zwar haben wir in den Filtern gibt es auch so Candlestick-Formationen. Da haben wir hier beispielsweise das Bullish and Bearish Engulfing. Das ist ja quasi so dieser Umschluss einer kompletten Kerze. Das könnten Sie jetzt dementsprechend noch mit dazu nehmen als dritte Filterinstanz. Sie könnten eine Hammer-Variation mit dazu nehmen. Oder Sie könnten auch beispielsweise, ja, vielleicht sowas wie eine Doji-Kerze mit dazu nehmen. Und da kann ich Ihnen im Vorab sagen, sind wir da auch noch in Planung, dass wir Chartformationen sogar noch implementieren werden als Filter, sodass Sie dann sogar auch noch nach Doppeltop oder SKS-Formationen suchen werden können. Und wenn Sie das dann eben als Filter noch mit dazu schalten, dann finden Sie sehr gute Setups. Okay. So viel erstmal dazu. Was ich noch als kleine Ergänzung sagen wollte, wenn Sie jetzt wie in dem Fall nicht so das perfekte Setup finden, beim ersten Mal hat es ja geklappt, aber jetzt im zweiten Anlauf war es nicht so toll, dann würde ich einfach so hervorgehen, dass Sie eben die zweite Filterinstanz, sprich den Momentumsfilter, den einfach mal austauschen. Im ersten Schritt hatten wir den RSI-Indikator, im zweiten Schritt hatten wir das Bollinger Band und im dritten Schritt könnten Sie auch einfach mal nach Kerzen in Folge suchen, dass Sie dann sagen, Sie wollen jetzt zusätzlich alle Assets anzeigen lassen, die mindestens 7 grüne Kerzen haben zum Beispiel. Ja? Das sollten Sie einfach mal so ausprobieren und dann so dementsprechend hervorgehen. Aber ich würde Ihnen gerne noch eine andere Sache zeigen. Und zwar mache ich hier mal den Umschwenk, weil wir schon dabei sind, jetzt so mehrere Filter gleichzeitig zu benutzen. Gab es eben entsprechend von der Community einen großen Wunsch, Feature-Wunsch, dafür, dass man Filter-Setups speichern kann. Und seit gestern Abend haben wir das ganze Feature eben ausgespielt. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von Ihnen schon gesehen hat, aber es gibt jetzt oben rechts in der Ecke den Dropdown-Button Filter-Setups. Und wenn Sie da mal raufklicken, dann finden Sie unser neues Feature, mit dem Sie Filter-Setups speichern können und auch wieder abrufen können. Also der Gedanke ist eben so, Sie haben jetzt beispielsweise ein Filter-Setup mit mehreren Filtern und Sie wollen jetzt natürlich nicht jedes Mal
das Ganze sich dann so zusammenklicken. Also Ihre Strategie, die jetzt aus mehreren Sachen besteht, so zusammenklicken. Es wird dann einfach ein bisschen nervig, ne? Und was Sie jetzt machen können, ist, Sie können das Ganze so, wie es ist, also alle aktiven Filter, die können Sie jetzt speichern in einem Filter-Setup. Und da müssen Sie nichts weiter tun, als hier den Namen Ihres Setups einzugeben. Da erscheint hier oben schon der Button Setup speichern. Und wenn Sie darauf klicken, dann wird das Setup abgespeichert. Und dieses Eingabefeld, das hat zwei Funktionen. Einmal ist es eben dazu da, dass Sie einen Namen vergeben können für Ihr Filter-Setup. Und die zweite Funktion ist, dass Sie aber auch nach Ihrem Filter-Setup suchen können. Also wenn Sie jetzt 10 Setups gespeichert haben und da vielleicht den Überblick so ein bisschen verlieren, dann können Sie hier einfach eingeben, wonach Sie suchen. Ich habe jetzt hier schon mal einen Gap-Close-Setup angelegt. Wenn ich das auswähle, dann erhalte ich eben mein gespeichertes Gap-Setup. Und wenn ich jetzt mein Filter-Setup, Sie sollten da natürlich bessere Namen wählen, als ich es gerade getan habe. Wenn Sie da jetzt das auswählen, dann wird Ihnen genau dieses Setup, so wie Sie sich abgespeichert haben, wieder aufgerufen. Genau. Das ist jetzt seit gestern online gewesen und ja, ich wünsche Ihnen natürlich viel Spaß mit dem neuen Feature und hoffe, dass wir dann zum nächsten Webinar natürlich das nächste Feature dann releasen können. Ja, genau. So, dann gucke ich mal auf die Uhr. Die Uhr sagt Halbzeit und ich würde an der Stelle vielleicht mal genau einen Blick in den Chat werfen und ich sehe erstmal, dass relativ viele zu meiner ursprünglichen Frage mitgemacht haben und reingeschrieben haben, ob sie neu sind oder ob sie schon mehrmals mit dabei waren. Da liegt die Tendenz bei, sehr viele sind neu mit dabei. Ich hoffe, dass die Einführung ausreichend war und ich würde Ihnen natürlich aber, wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu der Einführung, einfach reinschreiben. Ich werde Ihnen das natürlich beantworten. Und ich schaue jetzt mal nach Fragen, die sowieso schon drin stehen. Hier gibt es eine Frage Trenderkennung. Genau. Und da würde ich mal gerne gucken. Also ich sage mal, bei der Trenderkennung, da haben Sie verschiedene Filter, die Sie nutzen können, die Ihnen grob sagen, ob der Markt ja, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Zum Beispiel haben Sie den Filter Supertrend, den Sie nutzen können. Dann können Sie quasi, ich habe jetzt mal nur diesen Filter ausgesucht, das ist natürlich ein Filter, den Sie kombinieren sollten. Also wenn Sie jetzt beispielsweise nach einer Korrektur suchen, die eher in einem Aufwärtstrend liegt, dann wählen Sie eben in dem Supertrend, wählen Sie aus Aufwärtstrend und legen dann entsprechend noch weitere Filter fest, die eben darauf zeigen, dass es in eine Korrektur geht. Aber ich zeige Ihnen das mal kurz. Und zwar werden Ihnen jetzt hier alle Assets angezeigt, die sich eben im Supertrend als, ja, als Aufwärtstrend befinden. Und ich zeige Ihnen hier mal kurz ein Beispiel. Okay, es ist relativ viel Kryptowährung mit dabei, aber egal. Da haben Sie jetzt hier, wenn Sie das Forex Screener Add-on installiert haben, wird Ihnen entsprechend der Supertrend auch mit eingezeichnet. Und ich habe das in dem Video für Sie auch nochmal festgehalten. Also Sie können neben dem Filter, hatte ich ja schon gesagt, finden Sie auch eine Erklärung dazu. Dort wird Ihnen nochmal ganz genau erklärt, auch wie der Supertrend überhaupt funktioniert. Und in dem Fall, wenn der Kurs sich eben immer über diesen Trendindikator befindet, dann sieht das Ganze so grün aus und das heißt eben für den Filter, das ist ein Aufwärtstrend. Und bis das Ganze dann gebrochen wird, das sehen Sie vielleicht hier, hier haben wir jetzt so einen Abwärtstrend, ja, der geht hier runter. Und das Ganze wurde aber erst hier erkannt, weil dort der alte Trend sozusagen gebrochen wurde. Und zwar, weil der Kurs einfach den Trendindikator, die Trendlinie gebrochen hat. Und dementsprechend färbt sich dann der Supertrendindikator rot und zeigt Ihnen an, ah, wir sind jetzt in einem Abwärtstrend.
Und so haben sie eben eine Trenderkennung dabei. Beispielsweise kann man es hier auch nochmal gut sehen. Hier haben wir einen ganz großen Abwärtstrend, bis das Ganze dann eben temporär mal kurz gebrochen wurde und danach aber direkt wieder den Umschwenk gefunden hat in einen Abwärtstrend und den alten Trend weiter fortgesetzt hat. Also das wäre zum Beispiel eine gute Option, die Sie dann eben nutzen können, wenn Sie auf Trendsuche sind. So. Hier hat jemand geschrieben, wenn man die Werkzeuge wegxt, wird Chart größer. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was gemeint ist. Also ich finde, der Chart hier im MetaTrader ist zum Beispiel groß genug. Unten haben Sie auch im Forex-Screener Charts. Das sind allerdings nur Thumbnails. Da können Sie durch die Charts auch durch skippen. Da ist jedes Zeitintervall mit dabei. Und wer von Ihnen jetzt auch den großen Vorteil hat, ein Apple-Gerät zu benutzen, kann hier sowieso auch so reinzoomen in den Chart. Und dann können Sie sich das Ganze auch nochmal vergrößern. Da ist als ausstehendes Feature bei uns eben auch noch angedacht, dass wir so einen, ja, einen großen Chart nochmal zurück in die Anwendung mit reinbringen. Das hatten wir schon mal für Leute, die dabei waren. Die kennen bestimmt unsere Detailseite noch. Die ist jetzt, seitdem wir so ein Re-Release gemacht haben, ist sie mit rausgeflogen. Es wurde nicht so richtig benutzt. Falls es hier einen Feature-Wunsch noch mal gibt, dass Sie unbedingt einen großen Chart auch haben wollen, weil Ihnen der MetaTrader jetzt vielleicht nicht reicht oder weil Ihnen das ein Klick zu viel ist, dann können Sie das uns gerne per E-Mail einfach schreiben an mail@forex-screener.de. Da können Sie generell Ihre Feature-Wünsche auch äußern, wenn Ihnen irgendwas fehlt, wenn Ihnen ja, ich sag mal, ein Filter fehlt, der sehr naheliegend ist, oder wenn Ihnen ein gewisses Feature fehlt, wie das Filter-Setup, was wir hatten, dann schicken Sie uns einfach eine Mail, können Sie auch per Kontaktformular hier oben machen, einfach einmal anklicken, ausfüllen, abschicken und dann nehmen wir das mit auf unser Ideenboard und sehen dann immer die Anfragen und schauen, wenn das oft nachgefragt ist, dann setzen wir das eben doch um. Genau, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie wird der Screener mit dem MT5 verbunden? Ja, und das werde ich Ihnen gleich mal zeigen, weil das ist nämlich noch eine der Hauptfunktionen. Da können Sie einfach das Menü öffnen im Forex-Screener und da sehen Sie als zweiten Punkt das FS-Add-on. Ja, das können Sie anklicken. Da gelangen Sie auf eine Seite und erhalten nochmal so eine kurze Beschreibung, was es damit eigentlich auf sich hat. Und Sie erhalten auch nochmal eine kleine Anleitung, die Sie durchführen müssen, damit das Ganze bei Ihnen auch läuft. Da haben wir auch nochmal einen kleinen Screenshot eingefügt. Da sehen Sie, was Sie hier eintragen müssen. Das ist eine Einstellung, die müssen Sie manuell vornehmen, da das Ganze in dem Setup, in dem Installations-Setup nicht automatisch passiert, wahrscheinlich aufgrund der Sicherheitsrechte, müssen wir nochmal schauen, ob wir das behoben bekommen. Und ja, Sie starten einfach, indem Sie auf den Button klicken, Download für den MetaTrader 5. Es gibt auch für den MetaTrader 4 das Add-on, aber das wird nicht weiterentwickelt, weil der MetaTrader 4 gewisse Funktionen für uns Entwickler nicht bereitstellt. Es ist dort leider nicht möglich, dass wir automatisch Indikatoren laden können. Deswegen haben wir uns so ein bisschen mehr auf den MetaTrader 5 spezialisiert. Ich erkläre Ihnen mal kurz den Unterschied. Im MetaTrader 4 Add-on, wenn Sie das am Laufen haben, dann werden Ihnen im Hintergrund eben die Charts geöffnet, sobald Sie das angeklickt haben. Also Sie haben ein Screening hier durchgeführt mit ein paar Filtern. Dann können Sie ja mit der Maus rübergehen auf das Asset, klicken einmal rauf und dann wird das Ganze ja im Hintergrund, haben Sie es gerade vielleicht gesehen, so geöffnet. Das passiert mit dem MetaTrader 4 Add-on auch. Nur werden dann eben die Indikatoren nicht mit eingezeichnet. Das passiert nämlich nur, wenn Sie das MetaTrader 5 Add-on haben. Und dieses Add-on wird dann auch stetig weiterentwickelt. Das MetaTrader 4 Add-on werden wir dann wahrscheinlich spätestens ja, auch von der Webseite entfernen, wenn der MetaTrader 4 generell nicht mehr weiterentwickelt wird, beziehungsweise wenn er nicht mehr zugänglich wird. Da gibt es ja aber auch kein genaues Datum von den MetaTrader 4 Hersteller. So,
Wenn Sie dann auf den Button geklickt haben, dann haben Sie eine Datei, die müssen Sie ausführen. Das ist ein ganz normaler Download. Ja. Eine Installationsdatei erhalten Sie, da müssen Sie sich einfach durchklicken. Und wenn Sie das gemacht haben, dann erhalten Sie in Ihrem MetaTrader eine Datei, und zwar in Ihrem Navigator. Da können Sie einfach mal Steuerung N drücken und bekommen hier eine Datei namens Forex Screener Add-on. Und wenn Sie diese Datei ausführen, dann müssen Sie einfach einen Doppelklick machen, das Ganze bestätigen, in Eingaben reingehen, in dieses Fenster, und dann geben Sie in dieses Feld einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Und wenn Sie das gemacht haben, dann sind Sie schon verbunden. Das heißt, Sie müssen auch darauf achten, dass Sie diese Schritte durchführen, die wir hier geschrieben haben. Und danach wirklich nur noch Ihre E-Mail-Adresse eingeben in dem Feld, damit der Forex Screener das zuordnen kann, und dann wird es automatisch synchronisiert. Genau. Dann haben wir dieses Thema auch abgehakt. Ich kann Ihnen nur noch mal sagen, dass so zu ziemlich jedem Filter auch eine Visualisierung mit stattfindet. Heißt quasi, wenn Sie den MACD-Filter auswählen und das Ganze dann synchronisieren mit dem MetaTrader, dann haben Sie dort im Hintergrund auch den MACD-Indikator geöffnet. Das Ganze eben auch mit den Hoch-Tiefs, die werden eingezeichnet. Also auch alles, was nicht Basic-Indikator ist, wird mit visualisiert. Es gibt eben auch solche Sachen wie die prozentuale Veränderung, wo Sie schauen können. Sie wollen sich alles anzeigen lassen, was, ja, ich sag mal, mindestens 1% heute gemacht hat. Dann wird Ihnen das Ganze auch von dem Add-on mit eingezeichnet. Können Sie mal ein bisschen darauf achten. Genau. Dann werfe ich mal wieder einen Blick in die Fragen und schaue mal, was ich Ihnen noch so beantworten kann. Genau, den Forex Screener müssen Sie quasi nicht installieren. Also der Forex Screener an sich ist ja quasi nur eine Webseite, und das Einzige, was Sie installieren müssen, ist das Forex Screener Add-on. Das habe ich Ihnen ja gerade erklärt, wie Sie das machen. Dann gab es hier noch eine Frage: Gibt es MetaTrader 5 auch für Mac? Ich nutze den MetaTrader 5 quasi in einer virtuellen Maschine. Also hier läuft Windows, aber mein Computer ist auch ein Mac. Und wenn Sie das Ganze eben so nicht machen wollen, dann gibt es, ich glaube, eine zusätzliche Software, die heißt Vine. Und darüber können Sie den MetaTrader 5 auch nutzen. Da müssen Sie einfach mal schauen. Ich glaube sogar, dass auf der Webseite von FX Flats das Ganze auch zur Verfügung gestellt wird. Da kann der Nelson vielleicht auch mal was zu sagen, Ja, wenn er es weiß. Metacodes hat da tatsächlich eine offizielle Anleitung diesbezüglich. Kann ich den Link gerne auch gleich in den Chat reinschreiben. Dann kann man mit dem Programm Play on Mac das Ganze dann installieren lassen und das hat dann auch die höchste Stabilität tatsächlich. Perfekt. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Nee, da wurde einfach gesagt, alles klar, gut erklärt, super. Dann, ja, da eben so viele neue Forex-Screener mit am im Webinar mit teilnehmen, würde ich Ihnen mal noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar können Sie auf unsere Website gehen. Ich muss hier mal ein neues Browserfenster aufmachen. Gehen auf forex-screener.de. Und rechts im Menü, da gibt es eben den Punkt Gratis E-Book Marktscreening. Da können Sie auch mal draufklicken. Und was hier passiert ist, wir haben ein E-Book geschrieben für Sie, wo wir die ganzen Vorteile des Marktscreenings nochmal erklären, Sie so ein bisschen in das Thema mit reinholen können. Und dort gibt es eben auch ein paar Beispielstrategien, die wir damit erklärt haben. Wenn Sie neu in dem Thema sind, laden Sie sich das E-Book herunter, lesen Sie sich es durch. Es hat, glaube ich, so 20 Seiten, also haben Sie nicht sehr viel zu lesen, aber der Inhalt ist sehr gut. Und dann kommen Sie schneller mit in das Thema rein. Das Ganze können Sie sich auch fürs Tablet oder je nachdem auch sogar fürs iPhone herunterladen. Funktioniert auf allen Geräten.
Genau. Und für alle Leute, die jetzt noch nicht den Forex-Screener nutzen, würde ich Ihnen noch mal kurz zeigen. Sie können hier auf die Seite Zugang erstellen gehen. Also gehen einfach von der Startseite aus, klicken Sie auf Zugang erstellen. Und hier können Sie einfach auswählen, bei welchem Broker Sie sind, beziehungsweise haben Sie hier nur zwei Optionen. Entweder Sie sind bei FX Flat oder Cap Trader. Oder die zweite Option ist, Sie sind bei einem anderen Broker. Ich gehe mal davon aus, dass Sie hier alle in dem Webinar bei FX Flat sind. Von daher klicken Sie einfach auf diese Option und Sie kommen hier zu einem Formular, das Sie ausfüllen mit Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse. Dann können Sie hier Ihre Kontonummer eingeben, also von Ihrem Trading-Konto natürlich. Und das Ganze bestätigen Sie, klicken auf kostenlosen Account beantragen und FX Flat bekommt dementsprechend eine E-Mail, dass Sie sich jetzt so für so einen Account, ja, ich sag mal, beworben haben oder Sie darum beten, dass das für Sie freigeschaltet wird. Und dann erhalten Sie Ihren Gratis-Account. Kostet für alle FX Flat-Kunden und CapTrader-Kunden nichts. Falls Sie beim anderen Broker sind, wovon ich mal nicht ausgehe, dann müssen Sie das Ganze eben monatlich bezahlen. Ja? Okay, super. Dann ja, dann bin ich eigentlich mit meinen Inhalten durch, aber ich könnte hier an dieser Stelle noch, ja, Fragen gibt es auch keine mehr. Dann würde ich die Zeit noch mal nutzen, um mir vielleicht noch mal den einen oder anderen Filter zu erklären. Falls es eine Sache gibt, die Sie, ja, die Sie gerne noch wissen möchten, entweder zum Forex-Screener oder vielleicht haben Sie noch eine Frage, wie man Ihre Strategie umsetzen kann, ob Sie jetzt zum Beispiel ob es möglich ist, nach einer engen Range zu suchen oder sowas, dann können Sie das mal reinschreiben. Ich knüpfe an dem Beispiel einfach mal kurz an und würde Ihnen mal kurz zeigen, wie Sie sogar nach einer engen Range suchen können mit dem Forex-Screener. Und zwar gibt es hier einen Filter, der nennt sich Breite des Bollinger-Bandes. Und was es damit auf sich hat, das ist das Bollinger Band. Ich mache hier einfach mal kurz das Screening und erkläre Ihnen das anhand des Charts. So, jetzt muss ich natürlich den Forex-Screener, das Adder, noch mal kurz starten. So. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt wieder verbunden ist. Scheint so, als hätte ich mich hier gerade vertippt. Kleinen Moment. Nochmal. So. So, und jetzt funktioniert das Ganze natürlich wieder. Genau. Und ja, was wir jetzt hier sehen, also der Filter, den ich gerade benutze, der heißt Breite des Bollinger Bandes und der ist dementsprechend, den habe ich auf eng eingestellt. Das heißt, ich möchte mir gerne alle Assets anzeigen lassen, die ein enges Bollinger Band haben. Und in diesem Beispiel kann man das ganz gut erkennen, dass ich hier so eine Range-Bildung habe. Ja? Dieser Chart, der ist jetzt auch nur auf M1. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Strategieansatz für Leute, die so mehr Breakout-Trader sind. Da sie sich einfach platzieren können, je nachdem, wo sie denken, dass der Markt hingehen wird. Also sie checken das natürlich auf der Großwetterlage ab. Und wenn der Markt vor sich rumdümpelt und nicht mehr so volatil ist, dann ist das eben ein Anzeichen dafür, dass entweder ein Ausbruch kommen wird oder zur nächsten Markteröffnung, dass es eben eine größere Gap geben wird, so wie jetzt in diesem Beispiel auch. Ich schaue mal, ob ich hier noch ein schöneres Beispiel finde, weil das war jetzt eine Aktie, aber Sie wissen ja, ich bin eher so der Forex-Trader und dann kann ich Ihnen das Beispiel auch nochmal besser erklären. Genau. Dann sehen wir das hier in dem Chartbeispiel. Hier gibt es jetzt eben auch wieder schon so eine kleine Topbildung, ne? Also hier sieht man,
Spitze, Widerstand wird angelaufen. Man sieht eben auch, dass hier drüben der Widerstand schon mal getestet wurde. Hier gab es eben nochmal einen Test von unten als Resistance. Und jetzt haben wir hier eben so eine ja, Seitwärtsbildung, ja, seit hier. Und das Ganze ist eben dafür da, man kann eben immer erkennen, dass wenn sich das Bollinger Band zusammenzieht, dann ist es meistens so, weil es jetzt gleich wieder größer werden wird. Das können wir auch hier nochmal sehen. Ja? Also das Bollinger Band ist hier so ein bisschen breiter auseinander, dann zieht es sich auf einmal hier zusammen und dann heißt es, der Markt geht in eine bestimmte Richtung. Können wir mal schauen, ob wir das Ganze nochmal an einem anderen Beispiel finden. Ja, hier genau das gleiche wieder, ne? Bollinger Band zieht sich zusammen und auf einmal, zack, geht der Markt wieder in eine Richtung. Hier nächstes Beispiel. Bollinger Band zieht sich zusammen, zack, Markt geht steil nach oben weg. Das wäre zum Beispiel ein weiteres Beispiel, was Sie nutzen können für Ihre Strategie. Und ja, wenn Sie da jetzt so auch, ich sag mal, noch Trading-Anfänger sind und noch nicht so viel Ahnung von den verschiedenen Strategien haben, also vielleicht haben Sie jetzt von Gap Trading auch noch nie was gehört oder von SMA-Crosses, dann können Sie das natürlich auch einfach nutzen, den Forex-Screener, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Also damit Sie einfach mal schauen, was es da so gibt an Filter, ob Sie da ja, strategisches Potenzial entdecken, wenn Sie sich den Chart anschauen. Und so kommen Sie natürlich dann auch zu neuem Wissen, was Sie sich selber erarbeiten können. Ja? Auch mithilfe der Videos, die wir dann für Sie bereitstellen. Genau. Und ja, ich würde mal sagen, ich würde jetzt an der Stelle dann auch langsam zum Schluss kommen. Wir haben jetzt zwar noch ein paar Minuten, aber meine Agenda für heute ist abgearbeitet, sage ich mal. Und falls es jetzt noch irgendeine Frage gibt, dann gerne in den Chat. Ansonsten würde ich mich dann langsam auch schon verabschieden wollen. Ja, wir können gerne noch 1 Minute kurz warten, bis die Frage vielleicht ausformuliert wurde und in den Chat geschrieben ist. Ansonsten, hattest du ja schon gesagt, kann man euch ja über das Kontaktformular entsprechend anschreiben und uns natürlich auch. Und wir leiten das sehr, sehr gerne weiter. Aber es scheint tatsächlich erstmal keine Fragen zu haben. Wenn es im Nachgang welche gibt, dann wie gesagt, kontaktieren Sie uns oder direkt Forex Screener, aber auch kein Problem. Dann, bevor du dich sehr gerne verabschieden kannst, Manuel, bedanke ich mich bei dir natürlich für das Webinar. Wirklich schöne Features wieder dabei. Das ist wirklich sehr schön zu sehen, wie der Forex Screener wirklich immer besser wird und auch schön, dass die Feedbacks der User entsprechend auch angenommen und umgesetzt wird. Und ich möchte mich auch bei allen Teilnehmern bedanken, dass wir heute live dabei waren und auch interessiert Fragen gestellt haben. Wenn Sie entsprechend weitere Informationen wollen, dann gerne nochmal kontaktieren. Und ich wünsche eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und ja, Manuel, du hast das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Outro und vielen Dank auch für das Webinar mit dir zusammen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mich freut es immer sehr, dass die Leute jetzt so zahlreicher erscheinen, dass das Thema interessanter wird und dass das Thema auch gut angenommen wird von den Leuten. Ich wünsche Ihnen allen natürlich profitable Handelstage, auch in schweren Zeiten. Bleiben Sie alle gesund und passen Sie auf Ihre Position auf. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke, bis dann, ciao. Tschüssi.